Mädels, ich habe mal wieder unserem Lieblingshobby gefrönt und zwar dem Shoppen. Ich war in einem tollen Dekoladen, wo man nicht nur Dekorationen für zu Hause, sondern auch für sich bekommt. Perfekt! Und da ich mich nicht entscheiden konnte, was ich mitnehme, habe ich ganz viel zur Auswahl mitbekommen und ich möchte euch jetzt zeigen, was ich alles bekommen habe. Dem Motto Love is the answer kann ich absolut zustimmen. Hat mir spontan gut gefallen, vor allem mit dem rot-golden Amulett und dem Herzchen und dem Plättchen dran. Die Kette ist sehr lang, was sehr schön ist und macht einen guten Eindruck. Jetzt werde ich es mal anprobieren. Diese drei doch ganz unterschiedlichen Armkettchen habe ich mir noch rausgesucht. Sie sind toll, weil sie flexibel sind, das heißt, sie passen fast an jedes Handgelenk. Sind alle mit einem Herzchen geschmückt, was ja auch wieder zum Love is the Answer Motto passt. Das ist wunderschön. Nicht ganz so flexibel ist das nächste Armband, aber ich fand das ganz raffiniert, weil es aus drei verschiedenartigen und farbigen Bändern besteht. Und das Gute daran ist, es hat einen Magnetverschluss, das heißt, man kann es einhändig auf und zu machen. Ohne Uhr fühle ich mich wie ein nackter Mensch, deswegen gehört die natürlich auch dazu. In diesem schönen Altrosé-Ton mit gut ablesbarem Ziffernblatt ist es der gute tägliche Begleiter. Ähnlich wie die drei Armbänder ist auch dieser Ring aus flexiblem Material. Das heißt, ist besonders geschickt im Sommer, wenn die Finger mal ein bisschen anschwellen, macht das gar nichts aus, denn der Ring passt trotzdem noch und lässt sich gut ablösen und hat natürlich mit dem Steinchen auch eine schöne Hingucke-Funktion. Zu guter Letzt habe ich hier noch diese kleinen Ohrringchen ausgesucht, in Tropfenform, in dem schönen Altrosaton. Ich denke, die passen, komplettieren meinen Look absolut. Ah, ihr guckt schon? Na, dann lasst uns doch jetzt zusammen gucken. Wie ihr unschwer erkennen könnt, war nach der Trendfarbe Rosé, haben wir nun Mint als ganz frisches, fröhliches Farbtönchen für den Frühling. Wie ihr auch seht, haben wir hier eine tolle Tasche in einem schönen hellen Grün. Ein Shopper, wo man einiges unterbringen kann. Da kann man richtig schön einkaufen gehen damit. Also auch nochmal passend zu der Trendfarbe. Es muss ja nicht unbedingt eine mintgrüne Uhr sein. Eine weiße Uhr hier mit einem riesigen Ziffernblatt erinnert schon fast an eine Bahnhofsuhr. Aber dafür ist sie extrem gut lesbar. Macht sich auch gut an einem Handgelenk. Wie eben schon in Rosé gibt es jetzt auch ein mintgrünes Armband, welches über einen Magnetverschluss leicht zu öffnen und zu schließen ist mit einer Hand. Auch haben wir hier wieder flexible Armbänder. Diesmal ist nicht Liebe das Motto, sondern haben wir hier einen kleinen Buddha, welches auch sehr schön kombiniert mit diesen Farben am Handgelenk ist. Naturverbunden zeigt sich diese Kette mit dem Baum und den grünen Perlen, auch wieder sehr lang. Den flexiblen Ring, wie ihr seht, kann man den auch wieder an jedem Finger tragen und zu jeder Jahreszeit. Silber passt sehr gut zu Mint. Die kreisförmigen Ohrringchen habe ich schon mal angelegt, passen natürlich perfekt zum Ensemble dazu. Sicherlich habt ihr schon entdeckt, dass ich schon ein schönes Halstuch trage. Ich finde, das passt zu Mintgrün, aber auch zu den schönen Rosé-Tönen. Das heißt, dieses Tuch ist individuell einsetzbar. So, und wie diese mintgrünen Accessoires nun an mir aussehen, das zeige ich euch jetzt. Und wenn ihr wissen wollt, ob ihr im richtigen Deko-Geschäft seid, dann fragt nach dem Schmuck aus Decolina und wenn ihr den hier oder den roséfarbenen bekommt, dann wisst ihr, dass ihr goldrichtig seid. Also, bis zum nächsten Mal.